In unserem System, was sich Gesellschaft nennt, gibt es weder Weg noch Ziel. Ein Marsch, den wir marschieren müssen, obwohl wir nicht wissen, wohin die Reise geht. Niemand von uns. Ein Beispiel. In der Schule habe ich gelernt, Gefäße auszurechnen. Wie groß ist das Volumen der Vase A? Aber egal wie groß das Volumen der Vase A ist, wie kann es sein, dass sich das Volumen meines Kopfes dabei noch immer so voll anfühlt, obwohl ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass in meinem Kopf nichts bleibt, in meinem Kopf nichts bleibt. Ich fühle mich gedrillt. Anstatt Zeit für Bildung zu haben, wird Wissen nur eingebildet, anstatt ausgebildet. Ich bleibe als Schüler nur Konsumobjekt der Menschen, die sich selbst nur so lange für die Entwicklung meiner Generation verantwortlich fühlen, solange sie dafür nicht kritisiert werden. Ich fühle mich gedrillt. Anstatt Worte für eigene Meinungen zu finden, werden wir gezwungen, lediglich Buchstaben aus Wörtern zu kopieren, die in Büchern stehen, von Menschen, die irgendwann mal irgendwas geschrieben haben, weil mir irgendjemand in einem 30 Quadratmeter großen Zimmer gesagt hat, dass das stimmt, was der schreibt. Ich fühle mich gedrillt, weil es keine Pausen gibt und auch nach 50 Minuten Unterricht keine Pause gibt und es auch im späteren Arbeitsleben keine Pause geben wird, weil man uns diese Pause eben nur deswegen ermöglicht, damit wir zumindest das Gefühl haben, mal für eine Minute eine Pause zu bekommen. Ich fühle mich gedrillt, weil jemand anderes dafür entscheidet, was ich in meiner Ausbildung am Ende wissen muss, nur um später im Betrieb festzustellen, dass ich nur wenig davon gebraucht habe und ich mich eigentlich auf die Dinge fokussieren hätte können, die mich wirklich interessieren. Und es tut weh, weil die Frage nach der Zukunft in Klassenräumen nicht gestellt werden darf, weil die Matura die Zukunft ist und man dann ja eh weitersehen kann. Und es tut weh, weil mir niemand zu sagen hat, wer ich bin, wie ich zu sein habe und wofür ich einstehen muss. Wir sind doch die Zukunft, nicht? Hat man mich also über all die Jahre hinweg belogen? Bin ich vielleicht gar nicht mehr die Zukunft? Bin ich vielleicht einfach nur so lange die Zukunft, bis nach mir etwas kommt? Und geht's denen gleich? Wie kann es sein, dass wir auf Fragen nach unserem Befinden immer mit mir geht's gut und dir antworten, obwohl wir wissen, dass es uns eben nicht gut geht? Wie kann es sein, dass wir in unserer Entwicklung immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein? Für mich liegt der Ursprung zu einem in der Welt der Medien, die mir immer wieder neue Produkte zeigen wollen, dass ich nicht gut genug für diese Welt bin. Zum anderen liegt der Grund für mich in unserem Bildungssystem. Wir werden in Klassenräume gepfercht, wo wir eben nicht in unseren Talenten gefördert werden, sondern man uns an einem Maßstab misst und einem landübergreifenden Bewerb, nenne es die PISA-Studie, überzeugend zu wirken. Dabei kann sich jeder erinnern, dass man ihm als kleines Kind versprochen hat, einzigartig zu sein. Wir sind individuell. Einzigartig zu sein ist das eine, aber einzigartig sein zu dürfen, das andere. Denn wie soll ich merken, dass ich einzigartig sein darf, wenn ich genau dieselben Dinge lernen muss wie 29 Menschen in meiner Klasse? Wo habe ich Platz dafür, einzigartig zu sein? Und wieso? Wieso kann mein Deutschlehrer auf die Frage zur Mathematik keine Antwort finden? Aber ich bin gezwungen, zu allen Bereichen immer top informiert auf Knopfdruck Auskunft zu geben. Ich sehe es nicht ein, dass es Menschen gibt, die vor 30 Jahren ihre Matura abgeschlossen haben und heute darüber entscheiden, was für die konstruierte Zukunft aktuell wichtig wäre. Ich bin doch Zukunft, nicht? Und deswegen ist dies die Chance, meine Chance, einfach Nein zu sagen. Ja, ich bin Teil des Systems. Ja, ich bin ein Teil von euch. Aber nein, ich werde nie im Besitz eines anderen Menschen sein. Und ich glaube, dass genau das wichtig ist, dass wir die Zukunft merken, dass wir nur dann Zukunft sein können, wenn wir unseren Mund aufmachen, wenn wir unsere eigene Meinung sagen, wenn wir aus Sprache Werkzeuge machen und damit an die Arbeit gehen, diese Welt zu dem zu machen, was sie ist, unsere Heimat, denn wir sind Zukunft, nicht? Danke.